Und die Moral der folgenden Geschichte? Denn, das ist der neueste Renner, sind Kinder oder Frauen in Sicht, denkt nicht nach. Schlagt sie, Männer! Ja, eigentlich, Günther? Was ist denn los? Okay, Günther, wer hat dir in die Eier getreten? Die sind tot! Ja gut, verstehe. Was soll's? Also gut, es gibt einen Grund, warum wir in der Wüste sind. Sollen wir jemanden schlagen? Naja, so ähnlich. Das alles fing mit meinem letzten Besuch bei Wolfi an. Na Wolfi, wie läuft's bei dir? Ich bin so wütend! Ah, okay. Und sonst so? Ah! Alles klar. Was? Hm? Ach so, stimmt ja. Ja, mit Wolfi ist das so ähnlich wie mit Chewbacca. Irgendwann hört man einfach raus, was er sagen will. Aber seine Stimme war auch irgendwie anders. Ich glaube, er ist gerade erkältet oder so. Na gut, ich übersetz mal. Es geht um den Brandanschlag in Wolfis Heimatdorf damals. Wir konnten die Spur des Drahtziehers bis hierher verfolgen. Unsere Aufgabe ist... Wir töten alles, was sich bewegt. Nein, wir sollen der Sache auf den Grund gehen. Deshalb habe ich ja auch die Liste, die du mir vor der Abreise schreiben solltest. Darauf stehen alle hier stationierten Truppen. Es ist also quasi eher eine Inspektion. Wir sollen dabei aber auch die Augen nach Verdächtigen aufhalten. So eine lausige Aufgabe. Hey, meine Idee war es nicht. Na gut, fangen wir an. Die ersten auf der Liste sind die... Rekruten. Das müssten die Burschen da vorne sein. Seid gegrüßt. Du, Günther, ich glaube, die sind vom anderen Ufer. Wie sollen wir denn dahin? Hey, Leute, wie läuft's denn so? Können wir Pferde haben? Was denn? Hattet ihr noch kein Frühstück? Meine Füße tun weh. Sagt mal, bekommt ihr euren Sold eigentlich fürs Jammern? Wir werden nicht bezahlt, wisst ihr? Ach ja? Mensch, Günther, was sagst du denn dazu? Ah, weg mit dem Abschaum! Oh, ja, okay. Na wunderbar, schön, dass wir uns jetzt verstehen. Na gut, dann schaue ich mir eben noch die Mundkeramik an. Also, schön weit aufmachen. Na schön, ich sehe nichts Schlimmes. Um ehrlich zu sein, sehe ich nahezu gar keine Zähne. Gut, gut. Ich glaube, wir nehmen das mit dem Inspizieren etwas zu genau. In Zukunft sehen wir lieber von Mundraumuntersuchungen ab. Könnt ihr ein paar Waren erübrigen? Hallöchen, ich bin aber durchaus bereit, Ausnahmen zu machen, werte Frau. Ey du da, wie heißt denn die Olle da? Sultanine. Was denn? Die Dinger, die man ins Müsli tut? Ihr habt euch heute einen Feind gemacht. Wow, da habe ich einen Nerv getroffen, was? Scheint mir ein ziemlich empfindliches Früchtchen zu sein. Unterschätzt mich nicht. Ist ja okay. Zuerst der eine Typ mit seiner Salami und jetzt das hier. Jetzt habe ich echt Hunger bekommen. Wie sieht's aus? Kannst du wenigstens was kochen? Wow, so spät schon. Ich glaube, wir müssen dann mal wieder. Verdammte Feministin, nachher endlich noch so wie Günther. Bah! Naja, wenn ich so drüber nachdenke. Ich sollte das Wild herumbalzen wohl ohnehin sein lassen. Schließlich bin ich ja jetzt verheiratet. Wenn ich so an unseren letzten Abschied denke... Okay, Liebling, ich muss mal eben weg was für Wolfi erledigen. Wenn alles gut geht, bin ich bis zum Abendessen wieder da. Nächstes Jahr. Seid auf der Hut, my Lord. Es braucht Kraft und Mut, um eine Frau im Krieg zu sein. Ach, keine Sorge, ich kann schon auf mich. Moment mal. Was soll denn das jetzt bitte heißen? Flieht jetzt, Dritter. Solange ihr noch die Chance dazu habt. Blöde Kuh. Ach, Ruhe, du warst nicht gemeint. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr passt sie dann doch zu mir. Ah, der Duft neuer Ländereien! Was zum Teufel geht denn da hinten ab? Ins Wasser! Jawohl! Ach du, was sind denn das bitte für Typen? Und warum haben die Bretter in der Hand? Wir reiten auf der Welle der Geschichte! Rauf auf die Welle! Okay, Leute, raus mit der Sprache. Wer von euch hat mir was ins Essen gemischt? Was soll's? Einfach lächeln, winken und weitergehen. Na gut, als nächstes hätten wir die... Oh Mann. Ach komm, überspringen wir einfach ein paar.
Na also, da wären wir schon bei den letzten auf der Liste angelangt. Das wären die Hempeltrippe? Nee, Moment, ich meinte Tempelstrippe. Boah, Mann, ey, Templerritte. Günther, das ist das letzte Mal, dass du eine Liste für mich schreibst. Hey! Kannst du bitte aufhören, dich auch noch darüber zu freuen? Na gut, das hier wären die Typen. Mein nobler Herr. Mensch, Mensch, endlich mal ein paar Leute mit Respekt hier. Mein Schwert ist das eure. Ehrlich? Das ist ja nett. Na dann, einem geschenkten Gaul und so? Hey, was guckst du mich denn jetzt so traurig an? Ich fühle mich gedemütigt. Ja, Junge, man muss halt aufpassen, was für Sachen man verschenkt. Aber stimmt schon, unbewaffnet können wir dich jetzt auch nicht lassen. Günther? Streitkolben bereit! Na perfekt, wie gut, dass Günther immer einige Reservekolben dabei hat. Ich meine, so ein Streitkolben hat doch auch was, oder? Ihr wolltet doch bestimmt schon immer mal so werden wie Günther. Nein, mein Herr, nein. Naja, aber jetzt seid ihr zumindest auf gleicher Augenhöhe. So tief sind wir gesunken? Na schön, der ganze Spaß hat uns jetzt aber auch nicht weitergeholfen. Ich werde voraus. Ich würde gerne Richie fragen, der kennt sich immer super in der Gegend aus. Aber seit damals... Was? Ja, stimmt, die Geschichte kennst du ja noch gar nicht, Günther. Damals, vor einigen Jahren, war ich schon mal hier. Du warst da gerade auf Streitkolbenschulung, deshalb habe ich Herzog Trüff mitgenommen. Irgendwann kamen wir dann halt bei Richies Bergfried vorbei und... Jetzt ernsthaft, Trüff. Kannst du nicht noch ein klein wenig anhalten? Nein! Noch ein bisschen? Jetzt ist gerade mehr als ungünstig. Wir sind gerade mitten vor... Bitte! Wir sind hier mitten vor Witchies Bergfried. Na gut, ich habe den guten alten Jungen schon lange nicht mehr besucht. Eventuell lässt er uns ja sein Klo benutzen. Komm, wir gehen rein. Okay, ganz da hinten ist er. Aber zuvor noch was Wichtiges. Sollte er eine Putzfrau haben? Ich werde sie aufspüren, niederrennen und... Nein, dann werfen wir einfach ein paar Münzen in den Teller. Wir wollen nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen und... Zuerst knöpfe ich sie auf. Und dann verbrenne ich ihre Füße. Und dann breche ich... Sag mal, bist du als Kind in den Kessel voll Orapax gefallen? Du lässt die Putzfrau in Ruhe. Nein! Doch! Niemals! Sag mal, wo sind wir denn hier? Okay, ich erkläre dir das Ganze nochmal. Wir sind hier zu Gast bei einem überaus mächtigen Herrscher. Und es wäre mehr als unklug, hier einfach... Hör auf mich anzuschauen, als rede ich Chinesisch. Es wäre mehr als unklug... Ni hao, na, das ist... ...unserem Ruf schaden, verstanden? Sag mal, hast du eigentlich zugehört? Es hat mich keiner darum gebeten. Nimm Trüff mit, hat er gesagt. Mit ihm wird es um einiges leichter, hat er gesagt. Vielen Dank, Wolfi, ehrlich. Oh Mann, ich glaube, ich kann ihn bis hierher lachen hören. Na gut, egal. Fragen wir erstmal. Seid gegrüßt, werter Richard Löwenherz. Lang ist unser letztes Treffen her und ich hoffe, euch ergeht es nach wie vor gut. Mein Freund Herzog Trüff und ich sind nur rein zufällig auf der Durchreise und kamen hier vorbei. Nun wollten wir fragen... Einen Moment bitte. Kannst du einen Moment den Rüssel halten, während ich mich unterhalte? Dankeschön. Also gut, wir wollten fragen... Von vorne. Bist du fertig? Ja? Wunderbar. Schützt eure Leisten, schärft euren Stahl, bald werdet ihr auf die Probe gestellt. Witchy, muss dein komischer Prüfungsfetisch jetzt unbedingt sein? Ich mach's kurz, wir wollten nur fragen, ob wir kurz dein Klo benutzen können und... Seid ihr sicher, ihr habt den Mut dazu? Wieso? Sieht's da so schlimm aus? Na, dann brauchen wir uns um die Putzfrau ja keine Sorgen zu machen, was? Ihr werdet all euren Mut aufbringen müssen in diesen Tagen, die vor uns liegen. Ach so, dir geht's bitte um deine komische Prüfung. Muss das wirklich sein? Ich meine, wir wollen doch nur... Na, die Hosen voll? Ja, triff bald, wenn das so weitergeht. Aber von mir aus, gib uns deine dämliche Prüfung. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Du schickst uns einkaufen? 5 Kilogramm Schweinegulasch? Sag mal, weißt du eigentlich, wo wir hier sind? Mut, my Lord, Mut! Außerdem 4 Schwerter, 6 Bögen, 3 Eisenbahnen. Sag mal, was kocht ihr bei euch eigentlich? Es sind magere Zeiten, my Lord.
Sag das mal, Triff. Aber jetzt mal im Ernst. Kannst du das Zeug nicht selbst holen? Ihr beliebt zu scherzen, my lord. Nur ein Wahnsinniger würde solch ein Vorhaben auf sich nehmen. Ich überlasse euch diese Ehre. Na, danke. Die Waffen und das Eisen sind an sich kein Problem. Doch wie komme ich an das Schweinegulasch? Moment mal. Hilfe! Hilfe! Ist ja gut, war ja nur ein Scherz. Aber ich weiß gerade echt nicht weiter. Falls euch nichts einfällt, ich hab viele Ideen. Ach ja, zum Beispiel. Na toll, die Pause kann ja gar nichts Gutes bedeuten. Hackfleisch, guter Plan. Bitte was? Oh Gott, das nächste Mal nehme ich echt wieder Günther mit. Der hätte wenigstens irgendwas Produktives gebracht, wie... Hackfleisch! Junge, kannst du mich wenigstens mal nachdenken lassen? Aber gut, Richie, wir gehen los und holen dein Zeug. Ich danke euch, my lord. Kann übrigens sein, dass es etwas länger dauert. Wir gehen auf dem Weg noch Wasserpfeifen holen und so. Wir gehen dann mal wieder. Oh. Was denn? Das ist nicht gut. Och, bitte nicht. Der Duft des Sieges liegt in der Luft, mein Freund. Oh, scheiße. Anscheinend fliegt das langsam zu ihm rüber. Nichts wie raus hier. Gut, okay. Ich hab eh keinen Bock auf seine blöde Prüfung. Mach einfach in die Hecke da. Ist zwar sein Garten, aber es geht gerade nicht anders. Wow, ich glaube, ich habe noch nie einen so großen Haufen. Ach du heiliges... Hackfleisch! Ich glaube, bei dem Düngemittel, das Triff damals verteilt hat, dürfte vor Witchys Burg mittlerweile ein ganzer Urwald gewachsen sein. Außerdem wartet er immer noch auf die Güte. Nein, keine gute Idee, zu ihm zu gehen. Günther? Ja? Günther, hast du mir überhaupt zugehört? Ja. Okay, worum ging's in meiner Geschichte? Attacke! Na gut, ich muss zugeben, meine Erwartungshaltung war auch nicht sonderlich hoch. Wir haben aber nach wie vor das Problem, dass wir immer noch keinen Hinweis auf den Täter haben, der hinter dem Anschlag steckt. Greift sie an, die Kreuzritterschweine! Brennen sollen sie! Wenn es wenigstens irgendwo einen Hinweis gäbe. Ich werde eure kleine Burg bis auf die Grundmauer niederbrennen! Wenigstens irgendwas, das uns weiterhilft. Ja, zündet ihn Haus und Hof an! Sag mal, kannst du da hinten mal die Klappe halten? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Der Kalif kehrt zurück. Du kehrst bald meinen Bergfried, wenn du mir weiter so auf die Eier gehst. Schwächling, ihr seid wie eine nervtötende Fliege. Bei dir brennen wohl die Fackeln nicht mehr. Wer nervt hier eigentlich wen? Ich fürchte mich nicht vor euch. Ich werde euch... Manchmal hilft nur Muskelkraft. Oh, danke, Günther. Günther? Ja? Günther, du bist wieder der Alte. Jawohl! Oh Gott, da haben sich ja zwei gefunden. Hühnerfutter. Herzlichen Dank! Hey, wenn du willst, kannst du auch mit uns kommen. Halbnackter, mit Ketten und Surfbrett ausgerüstete. Ach egal. Ich nenne dich ab jetzt einfach Hans. Wäre das okay? Natürlich, mein Freund. Gut, dann willkommen im Team. Für diejenigen, die keine Stimme haben! Ich glaube, auf die Antwort kann er lange warten. Okay, gehen wir heim. Den ganzen Weg? Ach, willst du etwa hierbleiben? Bewegung! Na los! Dachte ich's mir. Na gut, der ganze Spaß hier hat mit einer Moral angefangen, also endet er auch mit einer. Am Ende, da siegt stets das Gute. Und das weiß auch eure Mutter. Denn hungert selbst die arme Pute. Kommt Günther mit dem... Günther. Was gibt's? Dein Einsatz. Streitkolben hoch! Nicht dein Ernst, oder? Jawohl! Was soll's. Wer braucht schon eine Moral? Das ist eh was für Leute ohne... Na, ohne... Ei, Sire! Ja, das auch, aber ich suche ein anderes Wort. Die haben einfach kein... Kein Hopfen, my lord. Nein, die haben einfach... Kein Bier, my lord. Ach, jetzt hört doch mit eurem Weltuntergangsgeschwafel auf.
Ich meine, denen fehlt schlicht und ergreifend das... Hühnerfutter. Echt jetzt? Wirklich, Günther? Jetzt kommst du damit? Ah, scheiß drauf. Aber hey, wenn wir gerade schon so unterwegs sind, habe ich euch eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie ich Wolfi damals die Sache mit Trüffheim gezahlt habe? Als diese schweinische Nervensäge wieder zurückging, habe ich einfach eine Weile Günther mitgeschickt und... Hackfleisch! Hühnerfutter! Hackfleisch! Hühnerfutter! Niemals! Jawohl! Nein! Genug! Still! Oder ich reiße euch die Zunge heraus! Hühnerfutter! Ah! Eine Botschaft, Herr! Haha! Rückgrat! Jetzt hab ich's! Rückgrat war das Wort! Leute? Seid ihr noch da? Ah, super. Wieso hört mir eigentlich nie jemand zu? Tut das gut, wieder zu Hause zu sein. Na Jungs, noch ein Bier? Jawohl! Wir freuen uns, euch auf unserer Seite zu wissen! Und fragt mich jetzt bitte nicht, wo der Fernseher herkommt. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es war, den hier reinzuschmuggeln. Ergötzt ihr euch an menschlichem Elend, Ritter? Ja. Also komm, jetzt übertreib mal nicht. Das bisschen Gewalt in der Sendung. All das Blut und die Eingeweide. Zerschmetterte Knochen und quellende Gehirnmassen. Aufgeschlitzte Bäuche, verkohltes Fleisch. Ist ja gut, ich schalte schon um. Ach, wie sich die Welt verändert! Du musst auch immer alles dramatisch machen, oder? Ich hab doch nur... Wow, 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 wow. Das Umschalten war doch eine gute Idee. Ha! Was für eine Schlammschlacht! Dies sind harte Zeiten für diese Dame, Mylord. Jawohl!